Jetzt machen wir eine Sommerrolle. Jetzt fragt man sich natürlich, was eine Sommerrolle mit Bier zu tun hat. Eine Sommerrolle sind ja diese herrlichen Halbklappen. Ne? Und die kann man natürlich frittieren, dann sind es aber eher Frühlingsrollen. Und wir machen Sommerrollen, da bleiben die nämlich roh. Das isst man quasi so. Also nicht ganz. Die werden nämlich, man kann sie in Wasser einweichen, aber ganz original, das kommt ja aus Vietnam, das Gericht, wird es in Bier eingeweicht. Und das machen wir nämlich. Aber vorher haben wir noch ein paar Vorbereitungsarbeiten. Außer die Arbeiten, die ich hier gemacht habe. Das ist nämlich gemütlich. Ich mache den jetzt schon mal an, dass die Pfanne schön heiß wird. Dass wir es nämlich einmal anschwitzen können. Und was ich hier habe, ist, ich habe hier Chili geschnitten und ich habe hier Ingwer geschnitten. Ganz fein gerieben. Und das mische ich jetzt mal zusammen. Einmal, zweimal. Und dann kommt mir da so ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz rein. Das alte Spiel, ne? Das holt die Flüssigkeit ein bisschen raus. Das wirkt hygroskopisch, sowohl Salz als auch Zucker. Warum das denn? Na. Hier haben wir es. Ich nehme ja tatsächlich immer ein bisschen braunen Zucker. Ein bisschen mehr Charakter. Salz. So. Und ein Löffelchen. Das ist ein Löffel. Dann rühren wir das um. Und das lassen wir jetzt einen Moment ziehen. Die Pfanne wird gerade heiß. Hier habe ich ein Sesamöl. Man könnte jetzt auch ein geröstetes Sesamöl nehmen. Geröstetes Sesamöl ist sehr, sehr viel intensiver. Das Schöne an dem Sesamöl ist aber, dass wir das gleich zum Anbraten nehmen können. Und außerdem habe ich ja auch noch ein bisschen gerösteten Sesam dazu, der da nämlich auch noch reinkommt in die Rolle. So, das sind wir rein. Darf jetzt schön heiß werden. Denn jetzt werden wir, ich habe hier Paprika, ich habe Kohlrabi, ich habe Möhre, ich habe grünen Spargel, ich habe Lauch, ich habe sogar noch Champignons und die werden jetzt einfach nur wirklich nur ganz super kurz angeschwitzt. Und der Band schon fast. Und dann haben wir dazu. Wenn man jetzt zu viel in die Pfanne macht, ne, dann kühlt die Pfanne zu schnell ab, deswegen mache ich das einfach auf zwei Touren. Ich möchte auch gar nicht, dass der großartig gegart wird, sondern ich will sie einfach nur mal ganz kurz in den leckeren Sesamöl anschwitzen. Tut den Geschmack nachher gut. So. Und dann kommt es hier rein. Wir müssen natürlich auch auskühlen lassen, damit das schön kalt ist. Wir werden jetzt nicht warm einrollen, weil nämlich noch mal ganz viel Kräuter dazu gehören. In diesem Fall haben wir gekriegt Basilikum, Petersilikum und Dillikum. Also Dill, Petersilie und Basilikum. Man kann natürlich auch wunderbar mit asiatischen Kräutern arbeiten, aber es gibt ja viele, die jetzt diesen frischen Koriander nicht so mögen. Und jetzt zeigen wir mal, dass das auch ganz normal mit dem lecker italienischen Basilikum funktioniert. So. Gleiches Spiel, jetzt lassen wir es mal ein bisschen heißer werden. Gut. Und dann die Möhren. Möhren und Kohlrabi. Hat ungefähr die gleiche Konsistenz, die gleiche Flüssigkeit. Und ich habe sie ja ganz dünn geschnitten, deswegen können wir die getrost zusammen anschwitzen, ohne dass wir da irgendwie einen Garpunkt verfehlen. So, der heiß. Der Lauch. Guck mal. Sieht gut aus, oder? Aber da oben ist nicht heiß genug. Moment, wenn ich sage, dass die Hitze nach oben geht, irgendwie hat die Physik sich da auch einen Quatsch ausgedacht. Die Hitze ist viel mehr unten als oben, so ein Blödsinn. So, machen wir gleich ein bisschen Sesam rein. Sesam. Ein bisschen was von ihm und den Chili dazu. Dann haben wir noch ein paar Champignons drauf. Und das geht auch da.
Hält mal wieder aus, den brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr hierfür. Und jetzt brauchen wir im Moment Zeit, bis das ausgefüllt ist. Und in der Zeit wollen wir wunderbar schon mal den Dip machen. Da gibt es einen Erdnussdip dazu. Mein Erdnussdip, der geht total easy. Total einfach. Da brauche ich eine Schüssel für. Hier ist er. Ein Schneewesen. Und Peanut Butter. Also Erdnussbutter. Das ist das, was ich die Amerikaner so gerne aufs Brot schmieren. Ich koche damit gerne auf dem Brot, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Aber wir sind noch nicht in Amerika, wir sind ja hier, zum Glück. Und die Peanut Butter, also die Erdnusscreme, die gibt nachher der ganzen Soße auch echt eine fette Bindung. Wahrscheinlich werden wir sogar noch etwas Gemüsebrühe, die habe ich mir ja mal bereitgestellt, dafür brauchen. Und wir nehmen eine Sojasauce, und zwar eine helle Sojasauce. Wenn wir jetzt eine dunkle Sojasauce nehmen, die ist zwar viel intensiver, aber die macht uns die ganze Soße sofort schwarz. Und die helle sieht zwar gar nicht hell aus, aber dann wird man ja sehen, dass sie gar nicht so schlimm verfärbt. Hier können wir auch noch ein bisschen reinmachen. Das nehmen wir mal hier. So. Mehr rein. So, und Sweet Chili Soße. Nein, ist nicht selber gemacht, ich weiß, aber das ist einfach lecker. Die kann man gut nehmen. Außerdem soll das Kochen ja auch mal schnell gehen. Kann man sich ruhig an guten Produkten helfen. Ich finde, man sollte einfach nur aufpassen, dass man sich eine Soße kauft, wo kein Natriumglutamat drin ist. Denn das hat es gar nicht nötig. So einen Geschmacksverstärker brauchen wir nicht. Den Geschmack verstärken wir einfach durchs frisch Kochen. Pah. So, das ist schon cremig. Ups. Hier brauchen wir gleich erst. Die Soße. So, und hier muss man sich rantasten. Ne? Da macht man jetzt vielleicht einen kleinen Schluck von der Gemüsebrühe rein. Wenn man zu viel Sojasauce nimmt, dann wird das Ganze auch zu salzig. Ah, oh, schöne Soße. Das ist jetzt ein Dachsack. Und wie ihr seht, da koche ich ja eigentlich mal komplett ohne Rezept. Ne? Aber wir machen es euch natürlich leicht. Das heißt, so wie ich es hier koche, schreiben wir euch das auf und dann kocht. Aber grundsätzlich bei Rezepten ist mein Tipp, beißt euch daran nicht so fest. Guckt euch das an, guckt euch die Idee des Rezeptes an, wenn ihr was nachkocht. Und dann legt los. Und wenn ihr mal irgendeine Zutat nicht habt, dann ersetzt sie oder lasst sie weg. Je nachdem, das findet ihr dann sehen. Wenn ihr so ein paar Mal in der Küche steht, dann funktioniert das auch ganz gut. Dann hat man da ja, eigentlich einen ganz guten Greif. So. Ja. Die ist tatsächlich recht salzig geworden. Aber hier haben wir ja nicht so viel Salz. Ne? So ein bisschen Sojasauce. Und dann passt das wieder. Dann nehme ich die Soße und schon mal abfüllen. So. Erdnusssoße steht schon mal. Part 1 ist fertig. Und jetzt kommt aber das Spannende. Jetzt, ah, hier, guck mal, hier haben wir noch Koriander. Koriander ist immer lecker. Das ist die Koriander-Saat. Das ist jetzt nicht irgendwie das Grün. Das schmeckt ganz anders als das Grün. Jetzt riechst du ganz nussig und ja, toll. Was wir noch anmachen? Die Frische. Bisschen Limettenabrieb. Also, was ist da dran? Da ist Limettenabrieb dran, da ist Ingwer dran, da ist Chili dran, da ist Sojasauce dran, da sind verschiedene Gemüse dran. Da ist ein Sesamöl und Sesam ist dran. Und jetzt darf das Ganze einfach auskühlen. Ich glaube, ich stelle es noch mal kurz im Kopf. So, jetzt haben wir hier so eine Auflaufform. Die Auflaufform muss so groß sein, dass vom Blatt da reinpasst. Und hier haben wir Bier. Das herrliche Bitburger.
aus der Eule. So nimmt man die Flaschen auf den Bauch durch. So, und hier haben wir ein sauberes Geschirrtuch einmal nass gemacht. Und das muss man vorsichtig ausbreiten. Und jetzt, das ist jetzt ein Ding, muss man nämlich aufpassen, dass sie nicht zu lange in Bier einweichen. Denn wenn sie nämlich so kaputt, dass sie rissig werden und dass man sie nicht mehr häkeln kann, sie dürfen aber auch nicht zu kurz einweichen, weil dann sind sie noch zu dolle. Was wir aber machen können ist, was man noch damit machen kann, ist, das machen wir nämlich gleich, dann haben wir gleich eine Garnitur. So, ihr werdet staunen. Hier haben wir Küchenkraft. Hier haben wir eine Fritteuse. Hier haben wir Reisblätter. Die muss man mal weichen. Und jetzt schneiden wir das nach Streifen runter. Und stellen uns das Salz parat. So, und jetzt Achtung! Guckt hier zu. Da spielt die Musik. So. Und jetzt sehen sie so aus. Und jetzt müssen wir gleich, solange sie noch warm sind, das Salz drüber machen. Dann schmeckt sie nach gar nichts. Das muss man immer sofort machen, nämlich bei allem, was man frittiert, weil sonst fällt das Salz wieder ab. Solange das Öl warm ist und da dran ist, bleibt das auch kleben. Das können wir nachher schön zum Garnieren oben aufpacken. Das haben wir schon mal gemacht. Dann gucken wir doch mal. Gucken Sie mal, hier. Jetzt ist dieses Reisblatt echt richtig weich geworden und wow, stabil. Boah, trotzdem kaputt gemacht. Ich will das ein bisschen schwenden. Halt. Okay. Wenn wir das nämlich jetzt warm verwendet hätten und jetzt nachher den ganzen Kräuter da reinmachen, dann fallen die sofort zusammen. Das wollen wir nicht, deswegen muss es kalt sein. Und das haben wir jetzt. Und jetzt können wir gleich loslegen mit Eispapier in Bierwaren. So, nicht zu lang, nicht zu kurz. So, wenn es jetzt hier so diese Konsistenz hat, jetzt ist es ja schon relativ weich, kann man es hier drauflegen. Ein bisschen mit Träufeln mit Bier. Schön glatt streichen, jetzt sieht man gar nichts mehr. Ist auch gut so, aber jetzt ist es weich. Jetzt muss man so merken, wo es liegt. Denn hier kommen jetzt erstmal Kräuterblätter drauf. Wir nehmen auch ein bisschen. Petersilie heißt das in echt. Und etwas Gemüse. Also die gibt es ja in vegetarisch, die wir ja vegetarisch machen. Man kann die aber zum Beispiel auch, wie es der Vietnamese sehr gerne macht, kann man auch eine angebratene Garnele mit reinpicken. Das ist auch sehr, sehr lecker. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir das Blatt finden. Hier ist es. Jetzt wird es hier einmal so umgeschlagen. Man kann nicht durchgucken. Sieht man schon. Da ist es. So, und dann rollen wir es fest zusammen. Tight. So, und jetzt ist die Rolle fertig. Und ihr werdet gar nicht glauben, wie stabil das Ding ist. Wie man sieht, man kann damit fast Rugby spielen. Nicht zu viel damit spielen, dann geht es irgendwann noch kaputt. Und dafür machen wir jetzt ein paar Rollen und dann können wir schon anrichten. So, ein paar habe ich jetzt mal vorbereitet und die richten wir jetzt einfach mal schick an. Kann man durchaus mal aufschneiden, dann sieht man immer, wie er von innen aussieht, nämlich genau so. Ja. Schneiden wir noch einen an. Situation. Aber wollen ja satt werden. Den Dip. Und dann würde ich sagen, Leute, guten Appetit.